Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Gameplay. Heute gibt es einen Oculus Quest Gameplay. Ich mag die Oculus Quest Gameplays eigentlich gerne, aber die Aufnahmen nicht. die Software von Oculus ist leider nicht so einfach, um Sachen aufzunehmen. Und ich habe es, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt. Deshalb kommt relativ wenig Quest-Gameplay. Aber nichtsdestotrotz möchte ich das nicht komplett abreißen lassen und möchte ab und zu schon gerne ein Quest-Gameplay zeigen. Und ja, das mache ich heute. Heute gibt es Wonderglade. Das ist von Resolution Games und ist eigentlich schon 2016 für die Oculus Go erschienen. Jetzt hat es den Weg auf die Quest gefunden und kommt am 9. Juli für $15 raus. Ich weiß nicht, ob die Umrechnung dann 1 zu 1 in Euro ist, bin ich mir nicht sicher. Ich habe jetzt dazu nichts gefunden. Müssen wir einfach mal abwarten. Also Donnerstag, 9. Juli. Und ja, es ist ein Spiel für Kinder. Man hat einen virtuellen Jahrmarkt, wo man kleine Spiele freischaltet. Und da ist Basketball, da ist Minigolf, Sachen kaputt hauen mit dem Hammer, also ganz kleine nette Games, Feuer löschen und ja, wenn man alles dann absolviert hat, kann man auch so einen Family-Modus, sage ich mal, freischalten und da kann man dann angeben, mit wie vielen Spielern man spielen will und dann kann man sich so ein bisschen duellieren, Highscores knacken und so weiter, das ist da untergebracht und ja, also ich finde die Musik echt nett, die Grafik ist echt nett und süß gemacht und ja, ist ein Kinderspiel, ne? Da machen wir uns nichts vor. Also ist nicht für meine Altersgruppe gedacht. Aber kleine Kinder werden da mit Sicherheit ihren Spaß dran haben. Und mehr soll es auch, glaube ich, gar nicht sein. Ich würde sagen, schaut euch einfach das Gameplay an. Bildet euch selber eure Meinung. Eure Meinung interessiert mich natürlich auch immer. Was haltet ihr von dem Game? Und schreibt es einfach mal in die Kommentare. Wenn ihr Kinder zu Hause habt, wäre das was für euch, könnt ihr auch natürlich mal reinschreiben. Also ich kann mir schon vorstellen, wenn ich Kinder hätte, dass ich sowas spielen lasse, anstatt Doom VR oder Pavlov VR und was da sonst noch gibt. Blade and Sorcery wäre jetzt auch kein Game, was ich mein Kind spielen lassen würde. Von daher müssen solche Games natürlich auch her. Und ich finde es ganz gut. Der Entwickler war ja Resolution Games. Und die haben mich schon Angry Birds VR gemacht und ja, das ist ja eigentlich ein ganz toller Titel, werde ich definitiv auch mal verlinken, das habe ich ja auch schon gezeigt auf der Quest und haue ich in die Infobox, in die Beschreibung rein und ja, könnt ihr auch gleich gerne mal danach reinschauen. Aber jetzt geht's erstmal zum Gameplay, ich wünsche euch viel Spaß dabei. Hallo Leute und willkommen bei Wonderglade. Ja, das ist ein Spiel für unsere Kleinen, wie wir hier sehen, ja. Hier sind wir ja ganz kleine Spielfiguren und das sind wir hier in dem Spiel, der mit dem gelben Luftballon über dem Kopf. Und wir können hier verschiedene kleine Spiele freischalten. Ich habe zwei freigeschaltet, das ist einmal Magic Mayhem, das war das erste, was man freischaltet. Und dann Hamster Hoops, das kann man noch freischalten. Und hier haben wir noch geschlossene Zelte, die wir nach und nach halt freischalten können. Das wäre das nächste mit dem roten Button. Ich möchte aber einen kleinen Einblick verschaffen in die ganzen Spiele, deshalb schauen wir jetzt erstmal hier rein. Und wie gesagt, das ist wirklich für die kleinen VR-User, sage ich mal. Aber echt süß gemachtes Spiel und für kleine Kinder echt perfekt, meiner Meinung nach, um sich an VR zu gewöhnen. Schöne kleine Kinderspiele drin und die Musik ist auch echt nett gemacht. So, diese Fliegenklatsche, die ich jetzt hier habe, die habe ich im ersten Spiel einfach freigeschaltet. Hier kann man so ein Rad drehen, das zeige ich euch gleich nochmal. Da kann man verschiedene Sachen freischalten. Sonst muss man natürlich hier Fliegen auch abklatschen oder wegklatschen. Aber das gibt uns wieder Zeit, weil das läuft die Zeit auch weg. Geht. Aber kann sich schnell ändern hier in Wonderglade. Aber wer die Quest zu Hause hat und Kinder, der sollte sich das Spiel definitiv mal anschauen. Also wenn ich Kinder hätte, würde ich jetzt nicht unbedingt den Pavlov spielen lassen, von daher.
um mal die Art kennenzulernen. Das ist sowas hier perfekt. Sollten natürlich kleine Kinder sein. Keine 14, 15, 16-Jährigen. So, eben habe ich 12.000 Punkte, glaube ich, gehabt. Mal gucken, ob ich das jetzt nochmal toppen kann hier. Ah, nein. Kein Rekord, aber egal. So, wir schalten dann mal Punkte frei und dann können wir zum Wheel gehen. Wir gehen jetzt aber zu Hamsterhoops. Da kann man einfach Körbe werfen. Greift den Ball und wirft den Ball. Wirft den Ball in den Korb, um loszulegen. Also die Physik ist hier nicht wirklich real. Also man muss echt ganz, ganz leicht werfen. Sonst geht er, wie ihr schon seht, ne? Ah. Bam. Yes. Oh, der wird nicht einfach. Der wird nicht einfach. Hast du Hoops? Der ist ein. Ich wollte gerade sagen, jetzt geht's aber los hier. Aber weit gefehlt. Oh, die Physik ist echt übel hier. Aber deshalb sind die Hamster auch in der Schwerelosigkeit. Jetzt alles ein bisschen einfacher und leichter. Auf jeden Fall vom Gewicht her. Oh, kriegen wir den. Ah, schade. Ah, der Kleine sieht auch süß aus. Komm, und weg damit. So, gehen wir zum nächsten Spiel. Und jetzt zeige ich euch erstmal das Rad. Das Rad. So, hier können wir quasi das Rad nehmen und los geht's. Ich habe es aus Versehen irgendwie gedreht, aber gut. Ja, und hier schaltet man immer irgendwelche Sachen frei. Mouse Rainbow. Ja. So, wir haben auch einen Rucksack, den können wir auf A oder X können wir den betreten. Und hier sind wir im Rucksack drin. Sieht auch lustig aus. Ja, hier kann man die einzelnen Spiele dann, die man freigeschaltet hat, dann benutzen. Aber wir wollen jetzt erstmal hier wieder raus. So, jetzt schalten wir das Spiel mal frei da hinten. Mal gucken, was das sein wird. Tiny Key, Minigolf. So, gucken wir mal, was Minigolf ist. Wow. Wow. Das war ganz komisch. Ein Car Cup, Train Cup. Nehmen wir mal einen Car Cup. Oh, dieses Hoch und Runter ist, könnte schon gewöhnungsbedürftig sein. Oh je, oh je, oh je. Wir probieren unser Glück. Okay, das hat mal gar nicht funktioniert. Jawohl. Die Strecke erinnert mich an Sonic. Mal gucken. Oh, ich werde es nie schaffen. Ich werde es nie hinkriegen. Ja, wir sind drin. Okay, also. Wir können hier erstmal die Richtung angeben. Das können wir dann mit Trigger blocken. Und dann können wir halt ausholen und egal wie ich jetzt mich bewege, die Richtung bleibt. Ist natürlich auch nicht schlecht für die Steuerung. Probieren wir einfach mal über diese lange Kurve dazu gehen. Ah, und zu wenig Power gehabt. Jetzt aber. Geh rein, geh rein, geh rein, geh rein, geh rein, geh rein. Okay. Ah. Ich bin Weltrekordputter hier.
Wir versenken alles hier. Nein! Oh. Wie? Okay, also das lernen wir nochmal. Oder ich? Nicht wir? Ich habe nicht gewonnen. Ach, guck mal, wir haben 2 Tickets. Neuer Rekord. So, haben wir das schon mal freigeschaltet? Minigolf, und da waren ja noch andere Bahnen, aber ich spiele jetzt nicht. Ich will nur mal so das ganze Spiel hier so zeigen, was man hier so machen kann. Und now you have unlocked Tippin' Till. Ich bin gespannt, was das ist. Ja, auf jeden Fall kann man sich hier, also die Kinder können hier wirklich mit anderen Geschwistern, Freunden sich ein bisschen duellieren und immer gucken, wer hat die meiste Punktzahl. Ist natürlich auch ganz witzig. Und wir drehen jetzt hier nochmal am Rad kurz. Ja. Gucken, was wir hier gewinnen können. Komm. Die Herzrundbrille. Die rosa-rote Brille. Passt auch perfekt. Okay. Und los geht's nach Tippentilt. Nun, hier kann man auch wieder andere Spiele freischalten in diesem Game. Oder andere Maps wahrscheinlich. Aber wir spielen jetzt nur die erste. Und dann schauen wir. Oh ja, okay. Okay, jetzt können wir immer mit der Neigung des Brettes hier spielen. Und ja, so ein, quasi so ein Autorennen machen. Erinnert mich an das Spiel, was wirklich als Holzbrett gab, wo eine Metallkugel drin war und ganz viele Löcher und so ein Labyrinth. Und man musste dann wirklich die Kugel bis zum Ziel bringen. Aber witzig, gefällt mir. So schlecht war ich ja jetzt gar nicht, oder? Ah. Ja, komm, damit machen wir davon, machen wir noch einen Chinko. Guck mal, was das ist. So, Start. Boah, jetzt ist der Gegner schon härter. Die Musik ist geil. Und schon wieder gewonnen. Gewinne. So, jetzt müssen wir mal schauen, was wir freischalten können. Jetzt könnten wir wieder hier drehen, mache ich aber nicht. Wir gehen mal zum nächsten Zelt. Tindertown, super, du hast Tindertown freigeschaltet. Das sieht aus, als ob man Flammen löschen muss. Greif den Schlauch und schieß auf das Feuer, um loszulegen. Ha! Okay. Ah, das sieht witzig aus hier. Und Kinder wollen ja immer eigentlich Feuerwehrmann sein, ne? Oder Feuerwehrmann werden. Und hier können sie sich schon mal üben. Oh, die Zeit ist vorbei. Oder das Wasser. Kann man hier noch andere? Gucken wir mal den hier. Ah, da kriegen wir wieder Wasser, okay. Wo haben wir Wasser? Ja? Komm. Ah, hier müssen wir ein bisschen weiter. Ziel.
Okay, wir kriegen auch für die Tiere Punkte, ist ja schon mal gut. Oh, komm! Was? War das Wasser? Stimmt. Da oben ist noch eine Katze. In Wirklichkeit will ich ja niemanden. Ich habe selber Katzen, von daher mache ich sowas nicht. Letzte Welle, dann haben wir es geschafft hier. Boah, jetzt wollen sie mich aber hier. Jo! Also die wollen mich gerade nassen, oder? Guck mal an! Immer, egal wo ich hingehe, geht's weg, fast Feuer weg. Ja, war ganz spaßig. Wie gesagt, und ich glaube, für kleine Kinder ist es echt mega, mit Sicherheit. Kann ich mir echt gut vorstellen. Okay. Dann lachen wir es mal hier, oder? Was haben wir jetzt? Ah, irgendwas mit dem Hammer. Ja. Gucken wir uns das mal an. Zerschlage alles, um zu punkten. Na komm. Mhm. Komm, weg damit. Nächster Gang. Nächster Gang. Ah, da geht Punkte. Komm, zack, zack. Ich mache ja, und kaputt machen bin ich immer gut. Das ist kein Problem. Komm, ich habe alles kaputt gemacht. 34.000 ist doch gar nicht schlecht, oder? Ah, fast hätten wir komplett geknackt. Was hat sie jetzt für uns? Hey, there's something new that you can unlock. Na komm. Ja, nur kleiner hat die Sonnenbrille auf. Excellent. Pass and play is now available. Pass and play? Go play with your family or friends. Ah, okay. Ja, gut, hier kann man jetzt wirklich angeben, ich spiele mit 2, 3 Leuten. Machen wir einfach mal 2. Spiel auswählen und dann kann man halt mit den Leuten dann sich duellieren. Ja, cool gemacht. Kann man das jetzt auch nochmal abbrechen? Genau. Ja, hier könnt ihr wirklich dann mit Freunden ein Spiel nacheinander spielen mit mehreren Playern und dann wahrscheinlich euch auch die Punktezahl anschauen. Ja, wir können jetzt noch mal ganz kurz, ich will einmal noch Golf. Boah, ist immer noch fies. So, Train Cup. Das machen wir noch. Ich will es wenigstens ein bisschen besser sein als eben. So. Ah, schade, ich dachte, ich komme rüber. Nein! Oh! Oh, das war übel. Ob wir auch einen Mann schaffen? Ich glaube nicht. Da könnte es jetzt möglich sein. Komm, Kleiner. Komm. Oh, schade.
Zwei Schläge ist mein bester Punktestand, sag ich mal. Der ist drin, oder? Ja. Das war's erstmal mit den Wonderglade-Spielen. Wir könnten jetzt nochmal am Rad drehen, aber mache ich jetzt erstmal nicht. Ich weiß nicht, ob noch Spiele hierzu hinzukommen. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier mit dem Update noch Spiele hinzukommen können. Nichtsdestotrotz kann man hier auch seinen Spaß haben. Als Kind, sage ich mal, also mich haust jetzt nicht vom Hocker, muss ich ehrlich dazugeben. Aber es ist auch gar nicht für meine Altersklasse gedacht. Und von daher geht das auch komplett in Ordnung. Also ich finde es echt süß gemacht. Die Musik passt, die Spiele sind ganz okay. Und ich denke mal, dass Kinder hier ihren Spaß haben werden. Weißt du was, wohl nicht. Ja Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn euch das gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Falls ihr was zu sagen habt zum Spiel, schreibt es einfach in die Kommentare. Würde mich auch freuen, von euch mal Feedback zu bekommen. Über das Spiel, über mein Video und so weiter. Und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich natürlich auch über ein Abo freuen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.